Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem samstäglichen Topspiel bei Borussia Dortmund. Max Eberl und Marco Rose sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Also legt los. Sebastian Hochreiner, Rheinische Post. Marco, lass uns mit dem Personal anfangen. Einige Verletzte gibt es noch, aber es gibt ja auch zwei Spieler, die der eine ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser gehofft haben, dass sie gegen Dortmund dabei sein können mit Matthias Ginter und Stefan Leiner. Wie sieht es gerade bei den beiden aus? Hast du da auch Hoffnung? Ja, also bei Stevie Leiner haben wir große Hoffnung. Müssen wir schauen, wie das jetzt heute und morgen funktioniert. Da gibt es noch kein endgültiges Signal. Aber da sind wir am Arbeiten. Die medizinische Abteilung macht da einen richtig guten Job. Und bei Matze müssen wir auch von Tag zu Tag schauen. Matze möchte natürlich gerne. Denke aber, dass Dortmund möglicherweise dann doch noch ein bisschen früh kommt. Aber auch da ist die Tendenz insgesamt eine sehr positive, nachdem wir schon da auch eine längere Ausfallzeit befürchtet haben. Christian Hornung, Bild-Zeitung. Danke. Dann bleibe ich mal beim Personal. Auf welchem Stand siehst du genau Lars Stindl? Der konnte es ja kaum erwarten. Hätte er gerne auch vor der Länderspielpause, glaube ich, schon wieder mitgewirkt oder der Mannschaft geholfen. Wie weit ist er? Lars ist ab sofort eine Option. Auf jeden Fall. Einfach, weil er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist. Vom sportlichen Wert her natürlich, aber auch als Persönlichkeit natürlich. Und wir wissen, dass Lars eine lange Verletzung hinter sich hat. Er kommt jetzt aus der Reha und trotzdem werden wir ihn jetzt nach und nach auch integrieren. Und das bedeutet, dass er am Samstag auch im Kader sein wird. Und dann schauen wir, wie schnell wir ihn auf 100% bekommen. Natürlich kann er noch nicht bei 100% sein, das ist klar. Er hat noch kein Spiel gemacht, aber er ist wieder da, würde ich sagen. Christopher Limberopoulos, Sky Sport News HD. Jetzt konnte Borussia Mönchengladbach ja so zwei Wochen es genießen, Tabellenführer zu sein. Was hat das mit der Mannschaft gemacht? Merken Sie das? Es wurde ja hier viel darüber gesprochen, es ist nur eine Momentaufnahme und ist eher ein bisschen kleiner gehalten. Aber gestern mit Patrick Herrmann auch gesprochen, der sagt, klar, das gibt uns auch Selbstbewusstsein, diese Tabellenführung. Wie sehen Sie das? Ja, wenn es so ist, dann wäre es schlau, finde ich. Ich denke nicht, dass wir es in irgendeiner Form klein gemacht haben. Wir haben es realistisch eingeschätzt und als Tatsache genommen. Das bedeutet, wir haben in der Bundesliga in den letzten Wochen ein paar Dinge richtig gemacht. Und das sollte uns natürlich ein gutes Gefühl geben. Aber es ist ja nichts passiert in irgendeiner Form. Es wäre wichtig, dass wir am Samstag in Dortmund dann einfach auch den positiven Eindruck mitnehmen, dass wir dort selbstbewusst auftreten, dass wir daran arbeiten, weiter Fußballspiele zu gewinnen und unsere Entwicklung einfach vorantreiben. Um mehr geht es, glaube ich, nicht. Und deswegen haben wir auch nicht mehr oder weniger draus gemacht, als es dann tatsächlich war. Für unsere Fans waren es, glaube ich, sehr, sehr schöne und angenehme 14 Tage bis hierhin. Und wir wollen natürlich versuchen, unsere Fans dann auch weiter glücklich zu machen. Jochen Schmitz, WZ. Marco Rose, Sie kennen die Dortmunder Szenerie auch ein bisschen, ist Ihnen nicht fremd. Einmal mit Salzburg triumphiert in Dortmund, dann auch mit Mainz 05 als Spieler, ein paar Mal in Dortmund gewesen. Ja, ist das immer noch, ist das ein besonderes Spiel, ist das ein besonderer Stand, auch jetzt Dortmund, BVB, und wie gehen Sie das Spiel an? In erster Linie ist es ein wichtiges Bundesligaspiel. Fakt ist auch, dass Dortmund sicher eine der stärksten deutschen Mannschaften natürlich auch ist. Eine unglaublich hohe Qualität, Einzelspielerqualität hat, einen sehr, sehr guten Trainer hat, der guten Fußball spielen lässt. Plus natürlich die Tatsache, dass wir alle wissen, dass das Stadion dort natürlich schon auch ein sehr, sehr großes und lautes und besonderes ist. Das bedeutet, dass wir uns darauf einstellen wollen und müssen, uns aber auch darauf freuen, weil es natürlich Samstag 18:30 dann auch ein echtes, auch von der Tabellenkonstellation her, ein echtes Spitzenspiel ist. Daniel Thebeleit, FAZ.
Marco, was für einen Eindruck macht denn Borussia Dortmund auf dich? Da herrscht so ein bisschen Krisenstimmung. Viele sagen aber, die Spiele waren gar nicht so schlecht, dass so eine Stimmung oder dass so viel Kritik angemessen wäre. Wie hat das was für einen Eindruck hat das gemacht auf dich in der Spielanalyse, die du wahrscheinlich schon angefangen hast? Ja, ich bin Fußballtrainer und habe jetzt ein paar Spiele gesehen, die letzten Tage und Wochen natürlich auch, weil wir uns auf das Spiel vorbereitet haben. Und ich kann tatsächlich keine Krise bei Borussia Dortmund erkennen, sondern ich sehe Spiele, die sie hätten möglicherweise schon, und zwar jedes einzelne der letzten Wochen, eher für sich entscheiden können. Sie haben immer wieder mehr als genug Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Sie spielen einen offensiven, guten Fußball und haben hinten raus die letzten Wochen immer wieder mal einfach dann auch Ergebnisse weggegeben. Das bedeutet für uns einfach, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die sicherlich am Samstag zu Hause für sich gefühlt auch zeigen möchte, dass das, was so erzählt und geschrieben wird im Moment, nicht stimmt. Bedeutet hochmotivierte Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Und es ist für uns, glaube ich, ein gutes Spiel, auch zu zeigen, dass wir uns auch entwickelt haben die letzten Wochen, dass wir gut drauf sind, dass wir auch nach Dortmund fahren, um ein Ergebnis zu holen, ein positives Ergebnis zu holen. Dafür sind wir, glaube ich, bereit und das wollen wir. Christian Horner. Max, vor der Saison haben, glaube ich, alle mit einem Duell vielleicht zwischen Bayern und Dortmund spekuliert, Leipzig möglicherweise noch dazu gerechnet. Hat sich jetzt, fahrt ihr als Erster zum Tabellenachten, hat sich irgendwas verändert an der Ausgangslage, an der Herangehensweise an so ein Spiel? Ich glaube, dass das im letzten Jahr und der letzten Saison und Zeitpunkt auch nicht großartig anders war, dass da auch mehrere Mannschaften gekämpft haben und Bayern hatte auch ihre Herbstkrise gehabt vor einem Jahr und das heißt auch, sie hatten ihre Herbstkrise und andere Mannschaften haben sich in den Vordergrund gespielt, dass es dieses Jahr sehr, sehr kompakt und sehr eng ist, dass sich so ein bisschen die Liga vielleicht sogar teilt, dass du 8, 9 Mannschaften hast, die oben dabei sind und eben 9 Mannschaften, die vielleicht momentan etwas dahinter sind. Ich glaube, Hertha ist so genau gerade dazwischen, Hertha und Bremen und ja, momentan ist halt das Tabellenbild, wie es ist. Aber für uns, das haben wir immer gesagt und wir haben es auch nicht klein geredet. Auch das möchte ich nochmal sagen. Oft wird uns ja vorgehalten, wir reden dann, die sind nicht selbstbewusst genug. Also wir haben die 16 Punkte, die haben wir und die haben wir uns auch hart erarbeitet und die haben wir uns auch verdient über die letzten Wochen. Dass eben da dabei die Tabellenführung rausspringt, das ist schön für uns. Aber wie gesagt, der 7. Spieltag ist jetzt gespielt. Jetzt geht's weiter und jetzt hast du wirklich mit Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Bremen in der Bundesliga richtige Gegner, wo man eben zeigen kann, das, was Marco gerade gesagt hat, ja, wie weit sind wir, wie weit sind wir schon gegangen? Ich denke, dass wir gegen Augsburg ein Spiel gehabt haben, wo wirklich sehr, sehr viel gepasst hat und wir uns das auch so vorgestellt haben, gewünscht haben. Und jetzt gilt es das eben auch für Woche zu Woche immer mehr zu zeigen, immer beständiger zu zeigen. Und das sind jetzt die Herausforderungen, die wir haben. Aber dass die Bundesliga spannend ist, das ist eben auch dem geschuldet, dass mittlerweile viele Mannschaften einen richtig guten Job machen. Sebastian Hochreiner, RP. Hey, weil das war jetzt so ein bisschen Zeit, Bilanzen zu ziehen. Sie haben auch eine gezogen. Ich habe noch keine gelesen zu Ihren Transfers. Was sagen Sie dazu, wie sich die Jungs, die 4, 5, die gekommen sind, hier eingelebt haben? Ist genau das passiert, was Sie sich erhofft und vorgestellt haben? Ist es schon so, nach 7 Spieltagen Bilanz zu ziehen? Ja, das war die Frage. Jetzt ziehen Sie gerade die Achseln hoch. Wir haben uns Dinge vorgestellt im Sommer und wir haben jetzt nach 7 Spieltagen 16 Punkte. Das ist das, was schwarz auf weiß steht und dass wir da auf dem guten Weg sind. Dass die Jungs, die wir neu dazugeholt haben, glaube ich, ihren Beitrag dazu leisten, das hat man auch schon in den ersten 7 Spieltagen plus Pokal, plus Europa League auch schon gesehen. Da geht es aber jetzt nicht um Zufriedenheit oder nicht, sondern es geht darum, dass mit Marco zusammen, mit Steffen Korrell zusammen, mit dem Trainerstab zusammen, wir einfach uns Gedanken gemacht haben, was den Kader gut tun könnte, was wir brauchen, was wir sehen und dass wir dabei eben Spieler gefunden haben, die eben Lust haben, diesen Weg mit Gladbach zu gehen, zu diesem Verein gut passen, sich sehr gut eingelebt haben. Jetzt ist bei Breel das nicht so schwer, da ist von Schalke nach Gladbach gefallen. Stevie
kennt Bundesliga aufgrund dessen, dass er wirklich im Europapokal großartig gespielt hat und kennt natürlich Marco aus dem FF und das hat uns sehr, sehr gut getan. Und Markus und Rami, obwohl sie später eingestiegen sind, haben sich dann doch in der Zeit, die sie ein bisschen gebraucht haben, gut adaptiert. Und das ist das, was für uns das Wichtigste ist. Klar, auf die Neuzugänge und wer ist Transfermeister oder nicht. Am Lang geht es darum, dass wir eine gute Mannschaft geformt haben, mit der wir Schritte gehen können, mit der wir Ziele erreichen können, die gut zu den Spielern gepasst haben oder passen, die wir bei uns schon haben. Weil ich sag mal, auch ein Dennis Zakaria, Laszlo Benes machen eine tolle Entwicklung. Es sind Spieler, die schon bei uns sind, aber trotzdem wichtige neue Schritte gehen. Jan Sommer spielt auf Top-Niveau wieder. Also die Mannschaft muss passen und da haben sich die Neuen sehr gut eingefügt. Christopher Limoropoulos. Max Eberl, Sie kennen Lucien Favre sehr, sehr gut, wissen auch, wie akribisch er arbeitet, aber ihm wird ja zuletzt ein bisschen vorgehalten, er ist nicht emotional genug. Das war ja hier in Mönchengladbach auch. Wie empfinden Sie die Diskussion? Wenn ich den Vergleich anstellen darf, der hinkt vielleicht ein bisschen. Hörst du mich? Ja. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es wäre so ein bisschen, wenn man mir vorwerfen würde, ich wäre zu torungefährlich gewesen. Ist ja vorbei, ich habe aufgehört. Warum lachst du, Christian? Ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist mir gerade eingefallen. Lucien Favre ist, wie er ist und er hat herausragende Qualitäten. Aber jetzt ihn mit Jürgen Klopps Mentalität zu fragen, das passt einfach nicht. Lucien hat seinen Charakter, er hat seine Art und die ist äußerst erfolgreich. Das können wir in Gladbach hier von unserer Arbeit beurteilen. Ich kann seine Arbeit in Dortmund nur von außen beurteilen. Aber dass Lucien seine Stärken hat, seine Qualitäten hat und die eben dann sehr stark auch auf dieses technisch, taktisch, analytische, ruhige, sachliche sind und eben nicht der in der Außenlinie riesen Jubelsprünge macht oder von außen dann noch wild gestikulierend, das ist halt Lucien weniger. Und das glaube ich, wenn man ihn kennt, dann weiß man das und dann kann jetzt nicht irgendwie vorgeworfen werden, naja, aber jetzt ein bisschen mehr Klopp wäre schon nicht schlecht. Er ist halt sein Naturell. Jeder von uns hat sein Naturell. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen oder das, was er besser kann und das, was er nicht so gut kann oder nicht so gerne mag. Und deswegen finde ich auch die Diskussion für mich außenstehend fehl am Platz. Denn Dortmund hat jetzt vielleicht mal drei Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Aber wir in der Bundesliga, die anderen, sind ja auch keine blinden Truppen. Also wir können ja auch Fußball spielen und wir haben auch gute Trainer, wir haben auch gute Spieler und haben auch Ideen. Dass Dortmund gutes Geld hat, mehr Geld hat als andere Vereine und sich auch für sich den Anspruch genommen haben. Wir wollen dieses Jahr die Bayern richtig angreifen, das finde ich ja positiv, das wollen wir alle. Aber das wird ihnen gerade so um die Ohren gehauen, was ich ja von außen wahrnehme, aber was ich nicht für gerechtfertigt finde. Sie haben auch Spiele gehabt gegen Barcelona oder gegen Leverkusen, wo wir alle gedacht haben, oh Gott, da müssen wir uns die Ohren aber ganz schön anlegen, um da bestehen zu können. Also die Stabilität haben sie vielleicht noch nicht, ja, was die Punkteausbeute trifft, aber das, was Marco gerade gesagt hat, die Spiele, die sie jetzt unentschieden gespielt haben, waren ja auch nicht so, dass sie schlecht waren. Sie haben halt am Ende das Ding nicht gezogen. Das ist das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann. Christian Horner? Hat sich Patrick Herrmann durch seine Superleistung gegen Augsburg einen Stammplatz erarbeitet? Also wir können halt nur mit 10 auflaufen und hätten im Moment wahrscheinlich 12, 13 Stammspieler. Also ich glaube, dass es relativ eng beieinander ist alles und wir werden am Samstag dann wieder Entscheidungen treffen müssen. Ich muss kommunizieren, aber ich bin sehr froh, dass wir Alternativen haben im Moment, die ja dann einfach auch alle sich zeigen wollen und auf den Platz gehören normalerweise. Das ist wichtig für mich als Trainer. Jochen Schmitz. Marco Rose, alles sprechen vom Offensivgeist, der in der Mannschaft herrscht und von der Wucht und Dynamik. Was bedeuten Ihnen die 6 Tore, die Borussia Mönchengladbach bisher kassiert hat als Cheftrainer? Die Gegentore? Das bedeutet, dass wir da irgendwie nicht so gut verteidigt haben in den Fällen. Wir haben natürlich auch ein paar Großchancen zugelassen. Also ich glaube, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt und dass es immer Dinge gibt, an denen wir arbeiten wollen. Das machen wir auch. Ich glaube trotzdem, dass 6 Gegentore jetzt erstmal keine,
keine schlechte Bilanz sind insgesamt. Wir wissen, dass wir uns auch einen herausragenden Torhüter verlassen können. Wir wissen aber auch, dass wir schon gut verteidigt haben und trotzdem, wie gesagt, gibt es immer Dinge, die wir verbessern wollen und können, und dazu gehört auch unser Defensivspiel natürlich. Christian Horner nochmal. Lars Stindl hat ja in Gladbach schon vieles gespielt. Auf welcher Position siehst du ihn am stärksten? Ja, im Tor nicht, da haben wir ja Jan. Also ich glaube, jeder weiß um Lars seine Qualitäten, seine unglaubliche Ballsicherheit, sein gutes Auge, um Mitspieler einzusetzen. Kommt immer darauf an, natürlich, welche Grundordnung wir spielen, aber er ist natürlich ein Offensivspieler, das wissen wir alle. Das bedeutet, dass er sicher auf 9, 10, das sind so die Positionen, wo er sich, glaube ich, am besten entfalten kann. Ja, da hinten auf dem Kamerapodest. Sichtung vom SID. Und zwar, einige Mannschaften mit dem RB gehen, sind momentan sehr erfolgreich, dank des Trainers und des Systems. Gibt es denn so eine Art, oder gibt es diese spezielle RB-Spielphilosophie? Und wenn ja, worin besteht sie? Können wir danach der PK nochmal ein bisschen, das dauert dann vielleicht ein paar Minuten, aber um es auf den Punkt zu bringen, ja, die Philosophie und Idee gibt es und sie besteht auch abhängig vom Trainer. Also jeder Trainer, der dort in irgendeiner Form mal gearbeitet hat oder geprägt wurde von dem Stil, hat natürlich seinen eigenen Charakter dann natürlich nochmal mit ein ins Spiel. Der eine macht es aggressiver, intensiver oder nur gegen den Ball, der andere hat dann auch eine Idee mit dem Ball, also jeder hat dann nochmal seine eigene Note, aber grundsätzlich, glaube ich, wissen wir und sehen wir alle, dass sie natürlich auf sehr, sehr aktivem Spiel gegen den Ball beruht und dann natürlich auch die Themen, die daraus sich herleiten lassen, schnelles Umschalten danach, das sind so, glaube ich, die Kerndisziplinen, die zu dieser Idee dazugehören. Plus, wie gesagt, dann auch noch die Dinge, die der Trainer persönlich einbringt.